Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCad 7. Ja, hallo liebe KiCad-Freunde, ein Nutzer hat mich angefragt, was es zu beachten gibt beim Thema HF-Platinen-Design. Das heißt also, wenn ihr mal eine Platine designen wollt oder entwickeln wollt mit oder für Frequenzen, ich sag mal höher 1 Megahertz. Da gibt es das eine oder andere zu beachten. Das Wichtigste ist erst einmal die Leiterbahnen an sich. Leiterbahnen auf HF-Platinen sollten immer gerade oder im 45-Grad-Winkel, niemals rechte Winkel, also wie hier jetzt dieser rechte Winkel, der ist jetzt hier schon etwas problematisch, eben weil HF hier um die Ecke herum muss und dies nimmt natürlich immer, oder anders gesagt, Strom nimmt natürlich immer den kürzesten Weg. Und deswegen sollte man so etwas vermeiden. Das ging aber jetzt hier nicht anders zu realisieren. Wenn ihr also HF-Leitungen auf Platinen verlegt, dann entweder gerade im 45-Grad-Winkel oder was auch noch geht, ist hier, ich zeige es nochmal entsprechend, also hier der 45-Grad-Winkel oder alternativ Rechtsklick Leiterbahn-Eckenmodus reinzunehmen. Das heißt, ihr habt jetzt hier, sehen wir mal, die Möglichkeit, also runde, abgerundete Platinen zu nehmen. Das ist natürlich das Optimum, wenn ich also eine HF-Leiterbahn auf einer HF-Platine führe, sollte ich diesen runden Modus einnehmen. Dann seid ihr also wirklich immer auf der sicheren Seite, dass ihr so wenig wie möglich Verluste habt. So, dann natürlich auch die Leiterbahnlänge sollte nicht zu lang sein, also nicht irgend sowas machen, dass man sagt, man führt jetzt hier so eine Leiterbahn hier einmal um die ganze Platine herum, wo dann HF drauf ist, sondern die sollte natürlich so kurz wie möglich sein. Dann sehen wir mal hier in diesem Bereich Sperrflächen, also in dem Bereich, wo die HF jetzt hier unmittelbar über diese Leiterbahn fließt, sollte nach links und rechts entsprechend keine Kupferfläche vorhanden sein, um ein Einkoppeln, ein kapazitives Einkoppeln der HF in diese Massefläche, also hier diese Massefläche außen, zu vermeiden. Deshalb hier diese Sperrflächen drauf, sollte man unbedingt beachten, oben wie unten, also auch wenn ich jetzt mal hier auf die andere Seite schalte, sehen wir hier, ist es jetzt so nicht gemacht. Zumindest wäre das jetzt auch noch vernünftig, das hier unten auf der anderen Seite durchzuführen. Man kann es aber auch so machen. Hier als Gesamtfläche zeige ich euch auch gleich, warum ich das hier als Gesamtfläche gemacht habe. Ansonsten, wie gesagt, kann man auch hier unten diesen Bereich freilassen als freie Kupferfläche. Die restlichen Kupferflächen, diese Masseflächen sind hier massiv mit Vias zu versehen, also hier Durchkontaktierungen von oben nach unten durch die Platine, um eben auch Kapazitäten zu vermeiden. Ja, wenn hier diese Vias nicht wären, dann würde das wie diese obere Massefläche zur unteren Massefläche wie ein Kondensator wirken. Dann gibt es zu beachten beim Design. Dafür habt ihr das Berechnungstool, das ist ganz wichtig. Hier die Übertragungsleitungen, und zwar hier in dem Fall der koplanare Wellenleiter mit Massefläche. Das ist jetzt genau der Aufbau, wie wir es hier auf dieser Platine, die ich gerade gezeigt habe, vorfinden. Alternativ wäre dann eben hier nur der koplanare Wellenleiter. Das heißt, die untere Fläche wäre dann komplett weg mit Masse. Als Massefläche. Ich habe jetzt, wie gesagt, diesen Ansatz hier gewählt mit Massefläche. Und jetzt muss ich natürlich meine Impedanz berechnen. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel 50 Ohm für ein Funkgerät haben möchte als HF-Leitung, ist das hier abhängig, die Breite abhängig von der Frequenz und vom Material. Und dafür habe ich eben hier dieses Berechnungstool. Ich wähle dann eben hier in dem Fall den koplanaren Wellenleiter mit Massefläche aus, sage dann hier mein Platinenmaterial, was ich benutzen möchte. In dem Fall ist das jetzt hier mal FR4, das ist das ganz normale Standard-Platinenmaterial.
Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten hier, Aluminium und PVC und so weiter und so weiter. Wir nehmen jetzt hier mal das FA4-Material bis ca. so 500 MHz mit Augen zudrücken, 1 GHz. Kann man es verwenden? Darüber sollte man sich dann über anderes Material Gedanken machen. Wir sehen es auch hier, FA4 at 1 GHz. Das kann man hier noch verwenden. Wir stellen also hier dieses Material ein, je nachdem, was wir dann haben. Wir wollen natürlich hier mit Kupfer arbeiten. Wenn ihr natürlich eine vergoldete Platine habt oder eine vergoldete Oberfläche oder versilberte, entsprechend das dann hier auswählen. Entsprechend werden die Werte eingestellt. Dann brauchen wir die Höhe der Platine. In der Regel ist das beim Standardplatinenmaterial 1,6 mm. Und die Kupferauflage, das sind dann hier diese 35 Mikrometer. Es gibt ja noch die 70er, also das wäre dann hier 0,07. Ich habe jetzt hier standardmäßig die 35 eingestellt. Den Mikrowert mit 1 lassen wir mal hier. Und dann stellen wir hier unten noch unsere Frequenz ein. Ich nehme jetzt mal hier das 70 cm Band für den Amateurfunk. Das sind 430 MHz. Und ich möchte natürlich, dass meine Leitung hier eine Impedanz von 50 Ohm hat. Und dann kann ich eben hier synthetisieren. Und dann wird hier eben meine Leiterbahnbreite berechnet. Das sind dann eben in dem Fall hier 1,95 mm. Das muss ich dann bei den Netzklassen einstellen, diese 1,95 mm. Und hier den Abstand S mit 0,5 mm. Und dann kann ich eben aus diesen errechneten Daten eine Leiterbahn hier ziehen. Und die hat dann eben auch diesen Wert von 50 Ohm bei einer maximalen Länge von 124 mm. Das heißt also, ich kann jetzt hier, und auch das sollte man vermeiden, irgendwelche langen HF-Leitungen zu verlegen, die hier vielleicht um die ganze Platine außenrum gehen, sondern immer nach Möglichkeit den kürzesten Weg verwenden. Das ist eigentlich so mal das A und O und Wichtigste zum Thema HF-Design von Leiterplatten. Wichtig wäre noch, dass ihr vielleicht nicht gleich mit Gigahertz-Technik anfangt, sondern vielleicht euch erstmal ein bisschen rantastet, mal irgendwo was mit 1 MHz, 10 MHz irgendwo im Kurzwellenbereich probiert, bevor ihr da vielleicht im Gigahertz-Bereich gleich einsteigt. Ja, dann kann man entsprechend Erfahrungen sammeln und sich dann an die höheren Frequenzen rantasten. Ich denke, das reicht erstmal jetzt hier so zum Design von HF-Platinen als Wichtigstes zu. Ich wünsche euch einen schönen Abend, bleibt gesund, bis die Tage. Ciao.